Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Ja, ich hätte jetzt gedacht, der Kollege von der FDP ist vor mir. Der hat ja auch vor mir abgegeben. Aber ich stelle hier fest, dass bezüglich des Antrags der Linken überfüllte Züge und Bahnsteige und eine künstlich erhöhte Reisetätigkeit die Seiteneffekte des 9-Euro-Tickets waren. Darüber hinaus ist unstrittig, liebe Fraktion hier auf der linken Seite, dass mit dem 9-Euro-Ticket 2,5 Milliarden Euro Steuergeld in einem einmaligen Strohfeuer verbrannt wurden. Das habe ich bereits gestern gesagt. Die nach unserer Auffassung an anderer Stelle mit Sicherheit hätten effektiver eingesetzt werden können. Zudem muss man feststellen, dass die Gewöhnung an Dauersubventionen sowohl für die Verbünde als auch für die Nutzer Begehrlichkeiten wecken. Das sieht man jetzt in der Diskussion, die Prinzipien über Bord zu werfen, die jahrzehntelang in diesem Land praktiziert wurden. Es ist das Prinzip, dass auch der ÖPNV eine möglichst hohe Deckungsquote durch Fahrgeldeinnahmen beibringen soll, damit die Investitionsfähigkeit und das Führen eines Verkehrsverbundes auf betriebswirtschaftlicher Grundlage möglich ist. Darüber hinaus, und das steht außer Frage, belastet jeder Euro mehr an Subventionen für den ÖPNV unseren hessischen Haushalt. Ministerpräsident Rhein hat gerade erst Montagmorgen im Frühstücksfernsehen deutlich klargemacht, dass die Schuldenbremse weiterhin gilt. Jeder Euro Schulden, der heute aufgenommen wird, muss eine zukünftige Generation zurückzahlen, so Ministerpräsident Rhein am Montagmorgen. Deswegen ist es so, meine Damen und Herren, dass gerade weil erhöhte Subventionen den ÖPNV selbst schwächen und darüber hinaus den hessischen Haushalt belasten, ein 9-Euro-Ticket keine wirklich gute Idee für die Zukunft sein kann, weil es nicht preisgerecht an den Markt kommt. Neben der Tatsache, dass das 9-Euro-Ticket oder ein 9-Euro-Ticket auch wettbewerbsverzerrend wirkt, man denke nur an Anbieter wie Flixbus, kann diese Art von einer fast Vollsubvention auf gar keinen Fall das Mittel sein, um einen starken, zukunftsfähigen ÖPNV zu gestalten und gleichzeitig einen gesunden Staatshaushalt vorzulegen. Meine Damen und Herren, die Corona-Krise hat gezeigt, welche Löcher eine Nutzerzurückhaltung in die Kalkulation der Verbünde reißt, die dann durch Haushaltsmittel aufgefüllt werden mussten. Stichwort Sondervermögen. Ich habe in Erinnerung, dass dies alleine nur für das Jahr 2020 250 Millionen Euro waren. Jede Landesregierung muss also, wenn sie es ernst meint mit soliden Staatsfinanzen und es ebenso ernst meint mit einem starken, zukunftsfähigen und investitionskräftigen ÖPNV, jede Art von Höhersubvention ablehnen. Einige ÖPNV-Nutzer haben während der Zeit des 9-Euro-Tickets dem ÖPNV den Rücken gekehrt. Andere kehren jetzt den Rücken, weil sie sagen, ich kaufe doch keine Monatskarte für 100 Euro, wenn die doch eigentlich nur 9 Euro wert ist. Ob der ÖPNV durch das 9-Euro-Ticket also dauerhaft mehr Nutzer enthält, steht für mich ganz klar in den Sternen. Nur dann, wenn man diese extrem weitreichende Subvention dauerhaft fortführen würde, wie es die Linken hier in ihrem Antrag fordern, würde man vielleicht die Mitnahmeeffekte sehen, die aber bei weitem nicht die hohen Subventionen mit all den negativen Nebenwirkungen rechtfertigen. Besitzer von Monats- und Netzkarten, die bislang für einen guten ÖPNV gutes Geld bezahlt haben, erwarten Qualität. Dass die Qualität bei den Nebeneffekten des 9-Euro-Ticket gelitten hat, ist selbsterklärend. Und dass die Qualität bei einer Fortsetzung weiter extrem leidet, das liegt doch auf der Hand, meine Damen und Herren. Dass die Nachfolgepartei der SED, die für ihre Errungenschaften des real existierenden Sozialismus wie Mangelwirtschaft, unterdrückte Bürger, das gelenkte DDR-Staatsfernsehen, Zwang und Bevormundung, Ausblendung der Realität und schließlich Haft und Folter für politisch Andersdenkende heute einen Antrag mit dem Titel Freie Fahrt für freie Bürger einbringt, ist dagegen ein Hohn. Es blendet genauso, wie es in der DDR der Fall war, Realitäten aus und will nur Ideologie umsetzen. Ich kann mich an verschiedene Vorträge hier lang, bevor es das 9-Euro-Ticket überhaupt gab, erinnern, dass die linke Seite hier immer kostenlose
kostenlosen ÖPNV gefordert haben. Insofern kommt Ihnen die Diskussion hier zu Pass. Die arbeitende Bevölkerung jedoch, meine Damen und Herren, die Monats- und Netzkarten kaufen muss, hat sich doch von dem 9-Euro-Ticket Strohfeuer völlig veralbert gefühlt. Dieser Personenkreis hat gerade dem ÖPNV für die 3 Monate des 9-Euro-Unfugs eher den Rücken gekehrt. Während der ÖPNV vor Corona noch mit mindestens 50% eigenfinanziert war und seine notwendigen Investitionen wie jedes Wirtschaftsunternehmen langfristig planen konnte, hat Corona alles verändert. Zwar zum Nachteil des ÖPNV und auch zum Nachteil unseres hessischen Haushaltes. Der freie Bürger hingegen hat das gemacht, was ein gutes demokratisches Recht ist. Er hat die freie Entscheidung gefällt, während Corona Massentransportmittel zu meiden und auf das Auto und im Sommer teilweise auch auf das Fahrrad umzusteigen. 20% der Fahrgäste bleiben nach wie vor dauerhaft dem Massentransportmittel ÖPNV fern und schätzen die individuelle Mobilität des Autos und des Fahrrads. Der Fahrer bestimmt selbst, wann es losgeht und wann er ankommen will. Die Hygienestandards im eigenen Auto bestimmt er ebenso selbst wie die Mitfahrer, die er oder sie mitnehmen will. Das heißt also, es gilt für die Zukunft genau zu bedenken, wie hoch der ÖPNV subventioniert werden soll. Aber was schlägt unsere Truppe hier links von der Champagner-Sozialisten-Fraktion vor? Sie rufen nach noch mehr Geld aus der Gelddruckmaschine. Statt 1,5 Milliarden soll der Bund nach Ihrer Vorstellung 10 Milliarden zum ÖPNV-Defizit beisteuern. Haben Sie ein Problem mit den Champagner-Sozialisten? Ich nicht. Sie verstehen offensichtlich nichts, nicht einmal die einfachsten Grundsätze marktwirtschaftlichen Handelns. Es können nicht endlos die Ausgaben erhöht werden. Unternehmen, die immer weniger und zum Schluss gar keine Einnahmen mehr haben, gehen letztendlich pleite. Ihrem politischen Ziel, das hatte ich ja eben schon erwähnt, einen Nulltarif im ÖPNV einzuführen, wären Sie ja dann schon ziemlich nahe gekommen. Aber, meine Damen und Herren, dann besiegeln Sie das Ende des ÖPNV, so wie wir ihn kennen. Weil er bis 2030 oder auch noch darüber hinaus in der Art und Weise, wie Sie das wollen, unfinanzierbar sein wird, so marode aussehen wird wie die Straßenbahnen und Züge im damaligen Ostblock. Genau das wird das Endergebnis Ihrer Ideologie gesteuerter Politik sein, wenn man das, was in Ihrem Antrag steht, umsetzen würde. Noch ein Wort zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Wir sind uns doch alle einig, dass dies im Einzelfall sinnvoll sein kann. Zum Beispiel, wenn 20.000 Fahrgäste pro Tag das Angebot auch tatsächlich nutzen wollen oder wenn der Gleiskörper noch vorhanden ist und sich die Investitionen deshalb in Grenzen halten. Aber es gab durchaus Gründe, die Bahnlinien in der Vergangenheit stillzulegen, und diese Gründe dürfen nicht ignoriert werden, meine Damen und Herren. Denn bei manchen Strecken ist eine Reaktivierung schon offensichtlich mit so hohen Kosten verbunden, dass dies unter betriebswirtschaftlichen Gründen nun gar keinen Sinn machen würde. Für die Anbindung ländlicher Regionen eignen sich bessere und vor allen Dingen flexible Busverbindungen mit einer engeren Taktung viel besser, weil sie wirtschaftlicher und effizienter sind. Fragen Sie doch einmal die Bürger auf dem Land, was für Sie besser funktioniert: Bahn oder Bus, Auto oder Fahrrad? Die Antwort können Sie sich denken. Der freie Bürger fährt lieber überwiegend mit dem Auto. Daher können wir den vorliegenden Antrag, wie Sie sich sicherlich schon denken können, von der Linksfraktion nicht zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.